wo Rasenmähen in einer Tagesordnung ist. Wo der letzte Hund nicht gerne begraben wäre. Regelin. Dorfidylle durch und durch. Nach 6 traut sich hier niemand mehr auf die Straße. Zu groß die Angst, vom Nichts absorbiert zu werden. Touristische Höhepunkte sind die Freiwillige Feuerwehr und der Spielplatz. Gespielt wurde hier schon ewig nicht mehr. Alles Quatsch, denn in Regelin geht richtig die Post ab. In einem alten Fachwerkhaus befindet sich die sogenannte Outstation. Seit wenigen Wochen können Jugendliche hier ihren Adrenalinspiegel steigen lassen. Das ist, wenn man 7 Meter über der Bühne hängt, garantiert. Achim Gehlhaar machte aus einem alten Saal eine Kletteranlage und gründete somit die Outstation. Seit Jahren war es sein Traum, nur das geeignete Gebäude wollte sich einfach nicht finden lassen. Die Kletterhalle ist im Grunde dann so eine Sportanlage, die dann im Hintergrund dann auch diese statischen Sicherungspunkte für Bühnen, für Kulissen und für Netze und Seile bietet. Also eine Mehrzweckhalle. Das Angebot ist vielseitig. Einfaches Freizeitklettern, Kletterkurse oder auch aufwendig nachempfundene Gebirgsrettungen. In der Outstation kommt jeder auf seine Kosten. Was hier wirklich einfach aussieht, ist Ergebnis jahrelangen Trainings. Max und Felix klettern seit Jahren in Berlin in Achims Sportkletterclub und sind Mitglied im Deutschen Alpenverein. Wer noch nicht so trainiert ist wie diese beiden, wird staunen, wie anstrengend und kompliziert eine solche Wand doch sein kann. Wer denkt, er könne mit jahrelangem Fitnesstraining die Wand hochrennen, ist hier am falschen Platz. Klettern beansprucht bestimmte Muskelparts. Wem das zu sehr zu schaffen macht, dem ist geholfen. Auf dem Gelände der Outstation besteht die Möglichkeit zu grillen oder einfach am Lagerfeuer zu chillen. Weitere Infos zur Outstation sowie eine Anfahrtsskizze findet ihr auch im Internet unter www.outstation.de. In diesem Sinne, Hals- und Beinbruch.